Ihr erstes Date hatten sie seinetwegen. Mit dieser Fleece-Funktionsjacke, so geht man doch nicht zum Date. Aber einen Vogel anziehen, oder was? Jetzt bekommen Dodo und Michael auf vielfachen Wunsch eine zweite Chance. Ein Second Date. Und zwar in einem Strandkorb an der Ostsee. Oh, die Sonne, Ina. Und diese beiden Mädels werden unfreiwillig Augen- und Ohrenzeugen. Und das hier ist es jetzt, oder? Ist doch schön. Findest du es nicht schön? Doch. Komm, wir trinken gleich mal was. Ja. Ach. Am Himmel ziehen dunkle Wolken auf. Das sieht schlecht aus für uns, ne? Und bei Dodo und Michael auch. Ja. Wenn du die Socken jetzt noch rausziehst. Was hast du gegen meine Socken? Nein, nein, die Socken sind Traum. Nein, ich finde die schön. Die bleiben an. Die sind sportlich elegant. Gehen weiße Socken oder nicht? Aus. Kommt drauf an, zu was. Nein, weiße Socken gehen nicht. Da brauchst du die jungen Mädchen nicht. Doch, ich muss mal, die sind ein bisschen jünger als du. Ja. Die erkennen sich eher aus. Kommt sie jetzt diese Socken aus? Nein, ich ziehe diese Socken nicht aus. Oh. Nebenan passt die Stimmung. Bei uns geht's so. Wir suchen Gesprächsstoff. Wie läuft's bei dir beruflich? Wir wollen doch jetzt nicht über den Beruf sprechen. Jetzt mal ernsthaft. Wir können ja über uns reden oder so. Über deinen Körper. Über meinen Körper. Und wie läuft's mit deinem Körper? Es geht. Ich kann das nicht. Sie geht erstmal im Strandkorb in Deckung. Ich will wieder im Haus. Du bleibst schön hier. Wir haben doch gerade erst angefangen. Oh. Ja. Und die Pommes sehen auch gut aus. Du sollst nicht mehr auf andere Kerle gucken. Ich bin schon so lange, ja. Triffst du eigentlich noch andere außer mir? Oder? Ich bin auf einigen Dating-Apps, aber so richtig war noch nichts dabei. So, ich war noch nichts dabei. Ich komme gleich wieder. Oh, ich habe für dich was vorbereitet, also nicht verklopfen. Ich habe gerade Angst. Ich schon den ganzen Tag. Wir haben unser erstes, also zweites Date, aber bin mir unsicher. Der ist doch nett. Ja, ja. Ein bisschen komisch. Komisch sind sie alle. Ja. Vielleicht ziehen wir ihm die Socken noch aus. Dann sieht das doch schon anders aus. Also ich habe ihn einmal getroffen, aber es war eben fürchterlich. Und dann habe ich gesagt, ich gebe dir eine zweite Chance. Und es ist immer noch fürchterlich? Ja, bisher schon. Der wird ja jetzt noch keinen Heiratsantrag machen oder so. Das kann man ja nur hoffen, ne? Ja, aber ich bin 54. Ich muss auch jetzt langsam mal durchs Ziel kommen. Oh, komm. Michael hat sich umgezogen, von Kopf bis Knie. Tada! Alter, was ist denn das? Jetzt schaue ich aus wie du. Gefällt's dir nicht? Doch, ohne Socken, ja. Zieh die Socken jetzt aus. Nee, ich finde, du kannst ruhig mal ein bisschen mehr Emotionen zeigen jetzt. Ich habe mich echt in Unkosten gespürt. Grauenvoll. Was? Entschuldigung. Weißt du was? Ich gehe dahin. Da bin ich jetzt echt enttäuscht. Gebe ich zu. Michael, jetzt sei doch bitte. Nein. Du schaust aus wie bei einer Miami Vice Beach Party. Irgendwie. Das ist doch dein Geschmack. Michael? Du könntest ruhig dich ein bisschen mehr freuen, echt. Michael? Nun atme mal durch den Schlüpper und setz dich wieder zu deiner Frau. Nee. Wie würdet ihr denn an meiner Stelle reagieren? Ich hätte die Socken ausgezogen, dann wäre alles gut gewesen. Ja. Ja. Und wenn die Füße Feuer fangen in der Sonne, ich lasse die Socken an. Stur. Komm, Michael, gib dir einen Ruck, jetzt komm bitte wieder her. Mein Zug geht morgen um 10.12 Uhr. Ich gebe dir jetzt noch eine Chance. Ja, ja, ich dir auch. Versau es nicht. Jetzt setz dich her, Michael, wirklich. Das ist doch albern hier mit dem Kräftemessen. Versau es nicht. Jetzt ist schön, ne? Wird aber auch gleich wieder anders. Hallo, schöne Frau. Michael, das geht gar nicht, was du gerade machst. Was denn? Du musst noch viel lernen. Ich gehe mal kurz ans Wasser. Das ja. Ist viel alles. Ja, du kannst doch nicht andere Frauen anschmeicheln, wenn du selbst die Hübsche hast. Ist das schon anschmeicheln? Ja, wir Frauen sind sensibel. Was? Wir Frauen sind sensibel. Sensibel, ja. Tja, das muss er erst mal wieder zurechtbiegen. Meinst du, ich soll dir einen Antrag machen? Oh,
Nee. Nein? Wieso nee? Eben habt ihr doch noch gesagt, das passt. Das geht gar nicht. Warum nicht? Nein. Mehr als nein? Kann sie ja nicht sagen. Aber vielleicht hast du sie dann auch für immer versteckt. Das glaube ich nicht. Die ist doch froh, wenn sie noch einen abkriegt. Die kriegt genug ab, glaub mal. Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Was? Schön ist das Meer. Schön. Ja, schön? Mhm. Echt? Ich habe auch gerade gesagt, wie schön du bist. Mhm. Weil du hast echt so abgenommen. Ein bisschen, finde ich. Steht dir hervorragend. War ich dich beim letzten Mal? Nein. Wir müssen uns auch ein bisschen... Pass auf. Dodo? Bitte nicht. Wieso nicht? Bitte nicht. Wieso denn nicht? Bitte nicht. Wieso denn nicht? Komm, bitte. Setz dich auf den Rücken, bitte. Mach das runter. Ich will das nicht sehen. Oh Mann. Na komm, mach das runter. Ich wollte dich doch nur was fragen. Ich hab doch gesagt, lass es. Bitte, vergiss es einfach. Ich hab nichts gesehen. Sollen wir ein Foto machen? Ja, machen wir. Okay. Könnt ihr geschwind ein Foto von uns machen? Erinnerungsfoto. Und du? Ja, hier, komm. Hast du ein Fotoapparat dabei? Nee, ich hab nichts. Hat einer von euch ein Handy mit? Komm, wir setzen uns doch mal hier mit zu. Wir sind doch alle schlank, oder? Gemütlich hier mit uns. So, ja. Und jetzt? Achtung. Soll ich das? Willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß. Ihr wart so toll. Verstehen Sie Spaß. Ihr wart so toll. Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren. Das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.